Mann. Aber gegen Bayer Leverkusen. Aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar. Die Zuschauerzahlen stimmen. Nicht nur heute. Und die Fans freuen sich einfach dabei zu sein. Und der Stadionbesuch, Wolf, ist auch heute noch was ganz Besonderes. Das merkt man immer wieder. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Guter Ball nach draußen. Da sind Mitspieler frei. Draxler. Und direkt zurückgespielt. Luka Jovic. Lukaku jetzt mit der Chance. Er ist drin, es steht unentschieden. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe. Ja, und auch der Abschluss kann ich sehen lassen. Lukaku. Jetzt Lukaku. Da lassen sie den Ball gut laufen. Und damit sind sie am Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und die Möglichkeit. Unglaubliche Parade. Erstmal bereinigt. Draxler. Luka Jovic. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt die Gelegenheit. Wie macht er den denn rein? Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Toller Schuss. Einfach draufgehalten, nee, klasse platziert. Jetzt steht es hier 2:1,
eine enge Kiste. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Robert Andrich. Er kann es machen. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ganz stark. Jan Oblak. Marco Asensio. Luka Jovic. Draxler. Jesus Navas jetzt. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Die Gelegenheit. Oh, den müssen sie eigentlich reinmachen. Ja, aber nichts ist. Sie laufen den Rückstand weiter hinterher. Schick. Riesenchance. Oh, kein Tor, Wolf. Kein Tor. Das wird sie ärgern. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie holen sich den knappen Sieg. Es ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Aber dafür genau die